Guten Tag. Das Thema der heutigen Stunde heißt Wetter und Freizeit. Heute werden wir viel über das Wetter sprechen und auch die neue Lexik erlernen. Liebe Schüler, auf diesem Bild sind verschiedene Fotos dargestellt. Bitte beantwortet eine Frage. Welche Jahreszeiten sind auf den Bildern dargestellt? Liebe Schüler, auf diesem Bild sind verschiedene Fotos dargestellt. Bitte beantwortet eine Frage. Welche Jahreszeiten sind auf den Bildern dargestellt? Liebe Schüler, auf diesem Bild sind verschiedene Fotos dargestellt. Bitte beantwortet eine Frage. Welche Jahreszeiten sind auf den Bildern dargestellt? Liebe Schüler, auf diesem Bild sind verschiedene Fotos dargestellt. Bitte beantwortet eine Frage. Welche Jahreszeiten sind auf den Bildern dargestellt? Liebe Schüler, auf diesem Bild sind verschiedene Fotos dargestellt. Bitte beantwortet eine Frage. Welche Jahreszeiten sind auf? Heute werden wir eine neue Lexik zum Thema Wetter erlernen. Jetzt werde ich euch diese Wörter vorlesen. Sich ändern, изменяться, beeinflussen, влиять, der Einfluss, die Einflüsse, влияние, einen Einfluss auf jemanden haben, оказывать на кого-либо, влияние, erwärmen, обогревать, согревать, die Erwärmung, потепление, die Klimaerwärmung, потепление климата, das Feuer, огонь, die Feuerwehr, пожарная команда, genießen, наслаждаться, die Sonne, das gute Wetter genießen, наслаждаться солнцем, хорошей погодой, das Klima, климат, mild, мягкий, умеренный, die Naturkatastrophe, Bitte, der Brand, die Brände, Pajar, die Dürre, Sassufa, das Erdbeben, Zemletrisenie, der Sturm, die Stürme, Buriam, die Trockenheit, Suchet, die Überschwemmung, Navadnine, Raslit, Pavadak, der Niederschlag, die Niederschläge, Asatke, der Hagel, Grad, der Regenschauer, kratkavremenny dosht, Livin, der Regenguss, Livin. Bitte ordnet die Wörter zwei Gruppen zu. Was gehört zum schönen Wetter und was gehört zum schlechten Wetter? Hier sind einige Adjektive zu dieser Aufgabe. Regnerisch, heiter, kühl, heiß, neblig, nass, sonnig, stürmisch,
trübe, wolkenlos, bewölkt, launisch, nasskalt, bedeckt, frostig, feucht, trocken, wechselhaft. Hier ist noch eine Aufgabe zum Thema Wetter. Symbol und Text. Was passt zusammen? Hier sind einige Wörter. Ich lese auch diese Wörter vor. Bedeckt, wolkig, sonnig, Schnee, Nebel, Gewitter, Neumond, Regen, Aufgang der Sonne, Untergang der Sonne, Regenschauer, Vollmond. Heute erlernen wir zwei neue Verben zum Thema. Bitte ratet mal, welche Bedeutung haben diese Verben? Das erste Verb ist steigen. Das zweite Verb ist sinken. Die Aufgabe zu diesen zwei Verben. Bitte sagt, steigen oder sinken die Temperaturen? Die Engländer sagen, es gibt kein schlechtes Wetter, nur falsche Kleidung. Bitte
Bitte widerspricht diese Aussage. Stimmt es? Was meint ihr dazu? Es gibt verschiedene Wettervorhersage- und Bauernregeln. Wollen wir zusammen besprechen, welche Sprüche über das Wetter Bauernregeln existieren? Bitte lest sie und beantwortet die Frage: Glaubt ihr an Bauernregeln? Zur Hilfe sind hier unten einige werden einige Wörter dargestellt. In Farn, Blasen, Trubit, Gurn, die Scheune, Sarai, das Fass, Botschka. Liebe Schüler, unsere Stunde ist schon zu Ende. Ich hoffe, dass diese Stunde euch gefallen hat. Als Hausaufgabe schlage ich euch vor, einen Bericht zu drei Themen vorzubereiten. Bitte, ich lese diese Themen. Das erste Thema ist: Welches Wetter mögt ihr am meisten? Beschreibt bitte das heutige Wetter. Und die letzte Aufgabe, beschreibt bitte euer Lieblingswetter. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Bis bald.